So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Die Testaufnahme war synchron. Und wir wollen nochmal durch das Zelda-Level hier durch und die drei roten Coins holen. Da oben stehen vier. Ja, das ist klar. Aber wir wissen ja mittlerweile schon. Weil kriege ich mein Dings ja eigentlich... Ich kriege hier mein Schwert gar nicht, wenn ich es verloren habe, zurück, ne? Dann kann ich natürlich neu starten. Wir wissen ja schon, es sind drei, weil die letzte vierte kriegen wir am Ende. Und das letzte Mal haben wir das Level schon... Ach, ich bin's zu ungeduldig. Haben wir das Level schon gespielt? Aber eben ohne die drei roten Mützen. Und ich hätte die gerne mal alle, weil mich da doch interessieren würde, was sie am Ende eingebaut haben. So. So. Hier wissen wir auch schon, wie das geht. Da hinten kriege ich ein neues. Also wenn ich jetzt eins verliere, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund doof bin, dann ist das ganz cool, dann kriegen wir das zurück. Das Schwert da unten ist wieder ein neues. Aber den Ding hier muss man erstmal aufsprengen. Okay. Das war nicht der Pfeil und Bogen. Das war der Pfeil und Bogen. So, jetzt muss mich halt warten. Das ist ein bisschen ungut gelöst. Aber was erwartet man von offiziellen Baumeistern? Na, habe ich nicht gesagt. So. Und nochmal den On-Off drücken. Auch da muss man halt wieder warten. Puh. Batterie ist aufgeladen, also da darf jetzt eigentlich nichts passieren. Da darf gar nichts schief gehen. Alles easy. So, und Checkpoint. Und das ist dann auch der Checkpoint, der die schwierigste rote Münze beinhaltet. Die mit dem Stachelviech. Ja, super. Kann ich jetzt eigentlich schon wieder gehen, ne? Weil, ach ne, wir kriegen das ja nochmal neu. Eigentlich ist... Noch ist okay, doch, noch ist okay. Ich kann jetzt halt nur die Swamps nicht kaputt machen. Aber ich kann sie ja aufhalten, nach wie vor. Ja, jetzt ist vorbei. Aber gut, dann holen wir uns das halt nochmal. So. Ach so, und theoretisch wissen wir die letzte rote Münze noch nicht komplett, wie wir hinkommen. Wir wissen, wo sie ist, aber nicht genau, wie wir hinkommen. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Da war ja was. So, tschüss. 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 Wir gehen einfach mal auf Nummer sicher und machen das ganze Zeug weg. Sollte ich gleich nochmal zurück müssen, weil ich dumm bin oder so. So, hier machen wir den Quatsch. Zack. Zack. Und dann muss ich hier wieder gezielt schießen. Links Crossbow Training. Und ab dafür. Das Problem ist, das müssen wir jetzt jedes Mal wieder neu machen. Wenn wir jetzt die Münze nicht bekommen. Allerdings sollte ich halt einfach, wenn ich gleich getroffen werde, zurückgehen. Na, das ist dann halt so. Gut, kümmern wir uns erstmal um die Münze, weil sonst brauche ich den ganzen Quatsch hier gar nicht spielen, wenn ich die Münze nicht bekommen sollte. Ja, wenn ich getroffen werde, gehe ich einfach runter und hole mir das Schwert neu. Dass wir hier keine Nachteil haben. Am besten wäre es, wir schaffen es jetzt sofort. Das Problem ist halt, dass dieses Ding... Ja, das ist halt das Problem. Dieses Ding wird halt so... Warte! Ich kann den da rauspfeffern. Ich bin so eine Nuss. Ich kann den da ja selber rauspfeffern. Oh mein Gott, das... Oh, ich bin so blöd, ne? Ich kann den da... Oh, ja. Wieso bin ich... Oh, ich will gar nicht wissen, wie oft das in den Kommentaren steht. Oh, wait. Aber wenn ich den einmal rauspfeffere, ist er weg, oder wie? Jetzt ist das ganze Ding weg. Kann ich das resetten, indem ich komplett neu reingehe? Müsste. Ah, halt, stopp. Jetzt brauche ich natürlich auch wieder den Kopf. Dann können wir auch kurz die Kugel schon mal zurückschicken. Haben wir das auch weg? Ja, so nicht.
Aber jetzt muss ich die Steine ja wieder aufmachen. Ne? Jetzt ist ja... Ah, jetzt muss ich das ganze Zeug wieder losschicken. Dann schicken wir das auch schon mal los an der Stelle. So. Aber dann ist die Münze ja easy. Daran habe ich überhaupt nicht... Oh, wie blöd, ne? Das war wieder so ein Typ... Oh. Da muss ich ja selber hier... Ich dachte, ich muss den da durchlotsen und habe mir schon gedacht, das ist doch total... Das geht doch nicht. Ja, aber so erklärt sich das... So erklärt sich das natürlich dann von selbst. Oh, ich bin so doof. Da könnte ich jetzt schon wieder was werden, ne? Wie blöd einfach meine Annahme war. So, jetzt müssen wir hier ein Springboard einfach runterziehen. Ja, oder beide, das ist eigentlich egal. Und müssen dann da unten noch... Wow, vorsichtig, nicht sterben jetzt. Müssen dann da unten noch die Eisblöcke entfernen. Nicht durch die Tür gehen. So, aber die Münze haben wir. So, hier die Eisblöcke müssen noch weg. Ah! Entweder der. Ja, jetzt habe ich genau gerade jetzt gekillt, aber ist okay. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Gut. Jetzt müssen wir nur noch zugucken, wie das Ding abhaut. Und dann sind wir hier fertig. Aber war ich zu schnell jetzt unten? Ah, die ist aufgescreent, ne? Na klar. Ich muss zugucken. Na komm raus. So. Easy. Dann drücken wir einmal den hier um. Aktivieren den, damit wir hier wieder rauskommen. Wobei wir das... eh schon da war, aber ist ja wurscht. Da haben wir das schon weggemacht. Jetzt brauchen wir den Schuh. Scheiße. In der Zwischenzeit hole ich mir einfach meinen Hut nochmal, weil warum nicht? So. Jetzt passt die Geschichte. Jetzt müssen wir nur einen Weg finden, wie wir an die nächste rote Münze kommen. Ich vermute den Ort, aber ich weiß noch nicht, wie man hinkommt. Aber hier auf jeden Fall nicht. Oder ist eine von den Röhren begehbar? Nein. Das wäre auch komisch, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht, dass das Ding begehbar ist. Nein. Die Sache ist die, hier oben kann man hoch. So. Oh! Verstanden. Mit dem Feuer. Mit dem Feuer, natürlich. Das wird jetzt zeitlich aber... Oh, das wird jetzt zeitlich aber richtig kritisch, Freunde. Mist. Also, alles an einem Stück schaffen ist ganz schön kritisch. Nein! Vor allem, wir haben ja noch den Kampf dann vor uns, den Bowser-Kampf am Ende. Ich meinte natürlich den Ganon-Kampf. Ja, da ist sie. Damit haben wir das Triforce vollständig. Oh, Scheiße. Jetzt aber zackig hier. Jetzt aber richtig zackig hier. No! Okay, jetzt hat sich das mit der Zeit eh erledigt. Aber wir wissen jetzt, wie man an die dritte rote Münze kommt. Das ist ja alles, was wir wollten. Schade, dass wir es nicht auf Anhieb geschafft haben. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber was soll's. Halt, ich muss hier runter. Lass mich einfach da runter. Oh, dass ich da nicht dran gedacht habe letztes Mal. Natürlich. Weil ich bin auf das erste Podest bin ich draufgekommen und dann nicht mehr auf das zweite, weil ich brauchte halt den Stiefel nochmal für das nächste. Okay. Aber zeitlich ist das ganz schön ordentlich, wenn man alles am Stück schaffen will. Puh. Aber theoretisch musste das ja nicht mal der Ersteller geschafft haben. Weil, um das Level zu beenden, braucht man ja die roten Münzen nicht. Das ist ja Bonus. Wir wissen ja noch nicht, was der Bonus ist. Deswegen will ich mir den Bonus ja mal anschauen. Jetzt habe ich schon wieder Quatsch gemacht. Wo muss ich landen? Hier kann ich landen. Okay. So. Ach ja, das muss ich ja gleich
wieder abschießen. Nice. Und jetzt kann ich da rein. Und sind beim Bosskampf. Wobei, kann ich nicht einfach... Oh. Ah, ich mag, dass es bei dem Schwert halt den Sound gibt, den Treffer-Sound von Zelda. Es ist so cool, ne? Es ist so cool gemacht. So. Und damit haben wir die letzte rote Münze hier auch jetzt bekommen. Gleich. Da ist sie. Und können in den Bonusraum. 10 Minuten für einen Bonusraum. Der einfach nur... Oh. Ich habe jetzt an so einen Schatzraum gedacht oder so. Aber es ist einfach nur das Two-Ending. Ja, so viel dazu. So viel zum Two-Ending. Ach, schade. Ich dachte, es ist irgendwas Cooles, aber es ist trotzdem so cool, mal die Münzen gesammelt zu haben. Ah, aber schade. Hab ich mir ein bisschen was Schöneres vorgestellt, aber gut. So soll es sein. So. Ja, Rasierer hat schon gesagt, er hat ein Troll-Level gebaut. Von der Welt des Super Mario. Aber wir quälen uns erstmal durch das Chosen-Level. Das jetzt nicht mehr gebreakt werden kann, offenbar. Schade, dass wir nicht den Break gesehen haben. Es ist echt ärgerlich. Entschuldigung. Ich sollte mal ganz schnell was trinken. Mir hat's gerade. Moment. So. Mir hat's gerade so ein Körnchen in den Hals gedrückt. Ah. Da hätte ich jetzt euch ständig was vorgehustet, das muss nicht sein. So wie Astronaut. Okay. Was ist das denn? Da muss ich doch durch, wenn die oben sind, sonst geht das nicht. Also wenn die unten sind, meine ich. Also genauso nicht. Okay. Ah, ich und Timing. Timing ist so eine Geschichte. Ja, genau so. Aber wie komme ich... Achso, und zurück jetzt unten rum. Na, immerhin, das hat funktioniert. Okay. Und da ist mein Checkpoint. Also ein Raum, eine Münze pro Raum. Ah ne, pro Screen ja sogar. Okay, das kann ich ja mal sogar. Aber er hat ja auch geschrieben, es ist 5 von 10. Und 5 von 10 ist ja nicht so krass. Problem. Oh nein, ich habe nur einen Checkpoint. Oh nein, ich habe nur... Er gibt mir nur einen Checkpoint. Okay, da muss ich am Ende rein. Aber er gibt mir nur einen Checkpoint. Oder? Oder kann ich... Hier ist hier nochmal... Nein, hier ist der zweite Raum mit dem anderen Checkpoint. Okay, ich dachte schon. Ich kann also jede Münze speichern. Huh. Ich meine, klar, er musste das auch wieder... Oh Gott. Ja, okay, das geht so. Er musste das auch wieder spielen ohne Checkpoint, klar. Aber wir wollen das nicht. So, vielleicht schaffen wir es ja sogar mal. Ich meine, es ist 5 von 10. 5 von 10 klingt schon... super. 5 von 10 klingt schon machbarer. Und wenn es immer nur ein Raum ist, dann sehe ich zumindest auch direkt, was ich tun muss. Boah, wie mache ich das denn? Sind die Dinger vielleicht nur zum Landen da und nicht zum Starten? Ja. Ja. Ich glaube, ich muss da direkt so durch. Und die Teile sind nur zum Starten da. Landen da. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na, das hat schon mal funktioniert. Und zurück muss es dann ja genauso gehen. Ja, okay. Alles klar. Ich dachte jetzt, ich muss mit den Dingern starten. Aber nein. So, also müssen wir jetzt wieder zurück und da speichern. Gut, dann machen wir mal abwechselnd eins in dem und eins in dem. Jetzt machen wir den Muncher hier. Oh.
Ah, der geht direkt wieder runter. Der geht direkt wieder runter. Und jetzt aber nochmal darauf bezogen, dass Chosen das selber spielen musste. Er musste dann ja auch das in der Zeit sogar schaffen. Also, das Ding hochzuladen war schon wieder Mammutarbeit auf jeden Fall. Weil er kann sich dann ja nicht mal Zeit lassen. Er muss ja sofort durch. Das heißt, er kann nicht... Oh Gott. Ah, ich hab's befürchtet. Okay. Er kann nicht mal, klar, sterben darf er sowieso nicht, aber er darf sie halt auch keine Zeit lassen. Und das sind ja schon einige Räume. Und 100 Sekunden für alles. Puh! Da hast du dir aber ordentlich was aufgegeben, ne? Warum eigentlich? Warum die Zeit so schwer setzen, wenn man eh... Also ich denke mal, die meisten Spieler spielen das halt nicht am Stück. Sondern so wie ich, mit Checkpoint. Und dann ist die Zeit doch eh irrelevant. Warum hast du dann die Zeit so knapp gesetzt? Damit hast du doch eigentlich tatsächlich nur dich geärgert, oder? Ups. Also so jetzt mein Gedanke. Jemand, der das wirklich ernst nimmt und dann auch wirklich mit der Zeit genauso spielt. Oh mein Gott, wie mache ich das denn? Ich habe es gerade doch hingekriegt. Aber jemand, der das wirklich dann genauso spielt, mit der Zeit und so, ja, wenn man da einen Rekord brechen möchte, okay, ordentlich, ordentlich, aber so im Normalfall sehe ich, dass du jetzt eigentlich nur dir damit Schaden zugefügt hast mit der Zeit. Weil das war hundertprozentig enorm stressig, das Ding hochzuladen. Na gut. Es ist, wie es ist. So. Jetzt haben wir es mal wieder durchgeschafft. Sehr schön. Hier durchkommen ist ja nicht das Problem, aber das ist das Problem. Ich versuche mal einen Drehsprung. Wenn der da unten in der... Aber wenn der da unten direkt am rechten Winkel ist, dann versuche ich mal einen Drehsprung. Das sollte am besten sein. Das sollte am besten sein. Ah, es dauert aber zu lange. Wie komme ich da oben durch? Das ist jetzt zum Beispiel schon die erste Frage. Kann ich es mir leisten, in dem 100-Sekunden-Playthrough, wenn ich das hochladen will, kann ich es mir dann leisten, hier einmal zu warten, oder muss ich direkt den erwischen, diesen Muncher hier? Ich habe da gerade was gesehen. Ist das vielleicht angenehmer? Oh, ich glaube, das hat er sich genauso gebaut, dass man da gerade durch kann. Weil es eben die Sache ist, er kann ja eigentlich nicht wirklich lange warten. Er muss ja... Ja, ich kann ja ewig lange warten. Ich kann ja sagen, okay, ich lasse den 3-4 Mal da rumfahren. Und er kann das nicht bei den 100 Sekunden. Das heißt, es muss einen Weg geben, hier ordentlich schnell durchzukommen. Und hier dann genauso. Ah, es passt nur noch nicht so ganz. Der fährt direkt rüber. Ich muss das machen, während er runterfährt. Dann öffnet sich ja der, wird ja diese Lücke wird dann ja größer. Aber das ist ja schon mal interessant. Oh, wir machen das genau. Das ist sein Weg gewesen. Genau das ist sein Weg gewesen, den er sich so gebaut hat. Damit er eben schnell durch kann. Und das machen wir jetzt zum Vorteil. Dass er das für sich selbst so bauen musste, dass man da gut durch kann. Dann komme ich da nämlich auch gut durch da oben. Muss nur noch ein bisschen schneller sein. Das ist jetzt eigentlich, bin ich jetzt dadurch eher auf die Lösung für den Raum gekommen, weil der Timer so knapp ist. Sonst hätte ich da, glaube ich, gar nicht drüber nachgedacht. Hat zwar lange gedauert, bis ich an die Erkenntnis gekommen bin, aber es funktioniert. Ob uns das in anderen Räumen auch noch was nützt, werden wir sehen. Ich bin gespannt. Bin halt hier wieder zu unfähig, jetzt das ordentlich umzusetzen. Ah, immer noch. Ticken. Ticken
Ticken zu langsam, weil die fahren schon wieder rüber. Die fahren schon wieder rüber. Es muss ein bisschen schneller, glaube ich, gehen. Oh, aber das wird's zu schnell. Vielleicht muss ich da trotzdem warten. Vielleicht hat er auch einmal gewartet. Ich weiß es halt nicht. Aber ich meine, es sind 8 Räume. 8 Räume mit dem Anfangsraum. 9 Räume. 100 Sekunden. Also mehr wie 10 Sekunden pro Raum hat man eigentlich kaum möglich. Yes! Und das Gute ist, wir müssen das nur einmal machen. Er musste das immer wieder machen. So, machen wir den als nächstes. Stachy. Der Stachy-Raum. Das ist jetzt wieder sowas, wenn sowas am Ende vorm Ziel kommt, drehe ich durch. Aber wenn es eine einzige Challenge ist, geht das natürlich in Ordnung. Aber sowas hier vorm Ziel. Uff. Und das muss doch auch wieder schneller gehen. Ich kann doch hier nicht den ganzen Stachy lang warten. Da ist ja die Zeit alleine schon fast rum. Das muss gehen. Ne? Ich müsste eigentlich sofort durchkommen. Wir probieren das mal aus. Ja, das müsste theoretisch möglich sein. Wenn ich da nicht hängen bleibe, kriege ich den. Das dürfte am Ende sogar angenehmer sein, als zu warten und das irgendwie selber abzutimen, weil es schon so gesetzt ist, dass es funktioniert. Ne, das meine ich. Das hat jetzt fast geklappt. Und dann direkt wieder zurück. Wobei, da muss ich, glaube ich, dann schon ein bisschen warten. Auf dem Stachy. Ich glaube, sonst funktioniert das nicht. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Na, ja. Ja. Ist noch nicht so ganz optimiert hier, was ich tue. Yes! So, und jetzt? Ich meine, wir sollten einfach wirklich warten. Ja, easy. Aber für ihn wäre das jetzt wahrscheinlich schon wieder zu kurz gewesen. Na, da habe ich schon wieder zu lange rumgewurschtelt. Ich meine, 88 Sekunden. Und ihr müsst ja bedenken, er hat ja da noch ganz viele Räume vor sich. Oh, Junge. What? Was ist das denn für ein komischer Raum? Ach, stopp. Ich muss einen Raum abziehen. Eine Münze kriegt man ja direkt am Ende. Eine Münze kriegt man ja direkt am Ende. Okay, der Raum war einfach. Nein! Die habe ich nicht... Die habe ich nicht gesehen. Da war der Münzenzähler drüber. Oh nein. Oh nein, da lief es... Oh nein, ich habe die nicht gesehen. Oh Mann. Scheiß Karma, der Raum war einfach. Ach nö, jetzt... Oh, jetzt bin ich so schön durchgekommen. Und jetzt verhau ich's. Oh nein. Es ist so typisch. Es ist so typisch. Es ist so typisch. Es war so klar. So ein Käse. So ein Käse. Also wirklich, jetzt... Nimm der Raum einfach. Ach, Mann. Hi. Ach, Mann, ey. Ach, komm schon. Das war völliger Quatsch. Wir bleiben schon hier drüben. Wobei wir dann... Hier sind nur 3 Räume. Wir müssen dann... Ja gut, ist ja egal. Uns geht's ja eh nicht um die Zeit. Ach, jetzt... Mein erster Durchlauf war so gut.
Und jetzt struggle ich. Jetzt haben wir es wieder. Okay, so. Können wir diesmal nicht. Danke. Ich habe die einfach nicht gesehen. Das ist so ärgerlich, ne? Das sind immer so ärgerliche Momente dann. Okay, hier fehlen noch zwei Stück. Ein Pau und ein Feuerbar-Dings. Ups. Ah, ich muss warten, bis der P-Switch ausläuft. Aktiviert wird. Verstanden. Aber ich frage mich wirklich, wie das vorher breakbar war. Was hat er gemacht? Was hat er für einen Fehler gemacht? Dass man direkt ins Ziel konnte. Offensichtlich brauchte man ja dann die Schlüssel, die Münzen nicht. Also offensichtlich konnte man vielleicht mit dem ersten Schlüssel, den man kriegt, den irgendwie zweimal holen. Das war's. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht. Es war wahrscheinlich irgendwie möglich. Vielleicht ist man durch die Tür. Nee, aber dann. Das würde ja auch nicht gehen. Nee, egal. Irgendwie konnte man jedenfalls an einen anderen Schlüssel rankommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vor allem. Oh mein Gott. Jetzt stelle ich mir das gerade vor. Er musste das ja schon mal hochladen. Dann hat es jemand gebreakt. Dann hat er das festgestellt. Dann musste er den kompletten Upload-Prozess, den ich euch gerade beschrieben habe. Ja, er muss schnell sein. Er darf nicht einmal sterben. Er muss es ja ohne Checkpoint einmal komplett durchspielen. Dann musste er diesen gesamten Upload-Prozess ein zweites Mal durchziehen, weil das Level breakbar war. Holy moly. Holy moly. Das ist ja doppeltes Leid. Also der Uploader leidet definitiv mehr als der Spieler am Ende. Bei solchen Leveln. Boah. Das kommt mir jetzt erst, ne? Das ist sick. Ich krieg's nicht getimed, ne? Ich hab 'ne Idee. Geht das? Nein, weil da die Sägen sind. Das müsste trotzdem gehen. Das muss gehen. Ich break das. Den Raum kann ich breaken. Den Raum kann ich breaken. Bitte lad nicht neu hoch, Chosen. Aber den Raum kann ich breaken. Muss nur geschickt vorgehen. Also nicht. Das war nicht dieses geschickt. Oh, warte. Nein, kann ich. Oder kann ich. Ah, fast. Doch, es müsste schon gehen. Die sterben dann alle, die Pause liegen unten auf den Notenblöcken. Das müsste funktionieren. Es ist mir gerade lieber, als da oben auszuhalten. Das geht ein. Oder er hat eine Break-Sicherung eingebaut. Wir werden es gleich feststellen. Wir werden es gleich feststellen. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Nein! Ich habe halt immer nur einen Versuch. Aber den habe ich auch so. Auch wenn ich es versuche, normal zu spielen. Und ich glaube, das normale Spielen hier würde bei mir jetzt länger dauern, als den Break-Versuch zu starten. Da ist überhaupt nichts gestorben. What? Muss ich die direkt gegen die Mannschaft pfeffern? Scheiße. Das habe ich mir anders vorgestellt, ne? Ich dachte, die sterben dann direkt. Mmh,
Die sterben nicht. Ich muss das dagegen. Nur wenn die am Boden sind wahrscheinlich. Und das sind die nicht. Die sind alle in der Luft. Die sind alle in der Luft. Was ich machen könnte. Oh, andere Idee. Dafür muss der aber einmal hier durchfahren. Das wird schon wieder knapp. Das wird schon wieder richtig knapp. Spielen wir es vielleicht doch einfach normal. Oh, das geht sogar. Oh, das geht sogar. Wieso geht das plötzlich? Nein! Fast. Da unten wäre der Pre-Switch jetzt. Okay. Das geht sogar. Aber ich trotzdem. Ich muss direkt drauf laufen. Ich muss direkt da drauf laufen. Dann passt es mit dem Timing. Ja, also ich kann das die ganze Zeit machen. Hier so? Oh shit. Okay. Man hätte es vielleicht auch irgendwie geschafft, sich so einen Powerblock zu nehmen und damit die Wand kaputt zu machen. Vielleicht break ich einfach doch gar nichts. Nee, ich break dann nichts. Das geht ja sogar voll klar. Warum habe ich denn vorhin so angestellt? Hä? Verstehe ich gerade nicht, dass ich mich da so angestellt habe. Das geht halt klar. Na gut. Wie auch immer. Wie auch immer. Ah, ich war zu langsam. Trotzdem bisher der längste Raum, in dem wir bisher waren, ne? Ach Mensch! Nein! Ich muss es doch nur ein paar Mal machen. Nein, jetzt. Und genau dann kommt der gerade da oben hin. Genau dann kommt der gerade da oben hin. Okay. Ja, dann warte ich einfach hier. Jetzt hätte ich es nämlich gehabt. Wenn ich jetzt rübergehe, dann habe ich es. Okay, dann warte ich einfach da und musste nicht noch einmal unten durchlotsen. Das ist okay. So, einmal den. Jetzt wird es gerade timingtechnisch ein bisschen kritisch. Jetzt passt's. Yes! Das war ein langer Raum, der hat gedauert. So, jetzt kommen wir hier am Anfang wieder raus und müssen in den letzten Raum noch rein. Die Feuerleiste haben wir nämlich noch vor uns. Ich dachte gerade, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Okay, ich muss oben durch. Das sieht nicht so wild aus. Und jetzt unten. Ah, das ist schon wilder. Huh! Okay. So, und jetzt können wir schlussendlich. Warte, was?
Warte, was? Das war... Moment. Die ganze Überlegung, die ich im letzten Part hatte, von wegen, wie konnte man das breaken? Das ist Absicht, dass das Ding so schnell zu lösen geht? Aber... Aber wieso hast du es da neu hoch... Was? Ich habe Fragen. Wieso? Ich meine, sobald der Erste dieses Level löst, wissen alle, es gibt einen schnelleren Weg. Sobald der Erste dieses Level löst, ist die Magie raus. Ich bin komplett verwirrt gerade, aber wir haben das Level geschafft. Nächstes Mal wollten wir The Super Mario, I guess. Je nachdem, wie weit wir kommen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.